So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Zomfort. Schön, dass du wieder eingeschaltet hin beim Fisch da. So, wir sind natürlich daheim wieder auf dem Zomfort-Server und stehen in der 20. Folge am Anfang mal am Spawn. Ja, 20 Folgen sind es mittlerweile von dem kleinen ja, Projekt. Ist ja eigentlich nicht wirklich. Ich zeige halt immer mal wieder ein bisschen was und auch nicht. Und ja, in der 20. Folge machen wir mal einen kleinen Überblick zwischendrin. Vielleicht hat nicht jeder alles gesehen, so nach und nach in der einzelnen Folge. Deshalb in der Folge jetzt mal ein kleiner Überblick. Wir laufen vom Spawn los. In Richtung von meinem Grundstück, in Richtung Tannheim, eben Tannehain. Und gucke uns unterwegs dann, wenn wir auf meinem Grundstück sind oder kurz davor, auch was man in der nächsten Folge, natürlich soll es noch ein bisschen weitergehen, was man in der nächsten Folge noch bauen werde, beziehungsweise zeige, wenn ich Zwischenfolge drin baue. Ja, wir sind mittlerweile in der Spruce Street. Da oben steht's. Welcome to Spruce Street. Tannheim, im Tannheim geht's dort rum und dort rum gehen wir auch. Und irgendwie, warum auch immer, ruckelt's leicht. Ich habe gerade schon ein bisschen auf dem Server gespielt, da gab es auch immer wieder Aussetzer, aber ich glaube, das Ruckeln kommt jetzt eher von mir. Nö, ja gut, 27, 28. Verbindung ist auch wieder voll. Na gut, dann nehmen wir das in Kauf. Und biege ab. Der Hanne beginnt. So ein bisschen meierreich. Wär's noch nix sehr, da nächste Turboge zum Schwabeland, der hätte man mal sagen. Gehen wir rein. Und drin sind wir. Wir haben's geschafft. Wir können nochmal rausgucken. Ein letztes Mal die Außenwelt. Die sieht so aus. Wenn man sich rumdreht, sieht's so aus. Ah ja, interessant. Ja, der Hanne beginnt so ein bisschen. Die Häusle habe ich gebaut, sind aber nicht wirklich bewohnt oder so. Die sind einfach nur ein bisschen zur Zier, dass es da schön aussieht, wenn man den Weg entlang läuft. Und die sind auch nicht alle fertig. Da Hanna, kann man ein bisschen gucken. Ach, und ich kenne mal die Kamera. Ding so, jetzt eier das nicht so rum. Schöne kleine Häusle mit Vorgärtle. So halt Art Vorstadt, Vorsiedlung, sowas in der Art. Da nochmal eins. Und da fehlt natürlich noch was, da kommt auch noch was noch. Das ist nämlich der erste Punkt, was noch in die nächste Folge gemacht wird. Da baue ich noch ein Häusle nach oder zwei vielleicht, je nachdem wie viel Platz man hin. Dass da die Lücke aufgeschlossen ist. Und ja, das ist der Weg, der da abzweigt nach Tannheim in die Richtung. Dass da alles schön ist, wenn man da entlang läuft. Und dass man schöne Aussicht hat, wenn man es dort rüberguckt. Ja gut. Das ist eine interessante Aussicht, sag mal so. Aber da kann ich nicht viel dran ändern. Ich könnte jetzt Bäume noch sitzen, aber man soll ja auch noch ein bisschen was vom Server sehen. Da sieht man sowieso schon genug Wald und da auch. Und ja, da kommt man Brücke entlang. Und nähert sich langsam aber sicher Tannheim. Oh! Da mäht das Schaf rum. Okay. Naja. Dann, das ist der Tannehain, kann man so sagen. Und dort hinten sieht man schon die Dächer von Tannheim im Tannenhain. Ein paar Felder da, Hanne. Und wo wir schon bei Felder sind. Natürlich soll in die Richtung die Landschaft auch noch ein bisschen angepasst werden. Ein bisschen bewohnt aussehen mit Felder. Eine kleine Windmühle habe ich da hinten, den könnte man noch bauen. Und man soll auch einen Weg entlang führen zu den hohen Häusern, die man da hinten gerade so nett sieht. Die sieht man aber nachher. Kann ich da noch mal sagen, welche das sind. Ja, da Hanne hat man ein bisschen Aussicht, da ist aber noch nicht so viel los. Was, wenn man da jetzt Tannheim betritt, ein bisschen auffällt, außer dass der Villager im Boot drin steckt, ist der komische Trampelpfad da Hanne, der übers Wasser schwebt, der kommt weg in einer von den nächsten Folgen. Und da drüben, noch da drüben ans andere Ufer, soll eine schöne, geschwungene kleine Brücke. Ich weiß nicht, ob ich die aus Holz oder Stein mache. Soll dann lieber zu uns nahe kommen. Und da drüben der Weg natürlich noch ein bisschen weitergehen.
Irgendwo dahinter gibt's wieder einen anderen Weg, wo man vielleicht schaffe, Ort zum Schließen, und wenn nicht, stimmen einfach da drüber Haus noch. Und dann geht's eben über die Brücke zu dem Haus da drüber. Ja, der Hanne kommt vielleicht auch noch was nach, Häusle, oder dann beginne dort Felder schon, das werde ich dann sehen, wie es noch passt. So vom Platz. Ja, der Hanne, komm mal rein. Das ist eigentlich alles soweit fertig, bis auf Details, wie zum Beispiel in dem Gebäude und im Untergeschoss von dem Gebäude fehlen natürlich Not. Möbel, Sofa, die Stiel, alles mögliche, was man so braucht, und die ganze Blämle auf der Fensterbank, die fehlen auch noch. Das Rathaus ist soweit eigentlich fertig, da ist, gehen wir mal schon rein. Und dann natürlich die Hall of Fame, die wird immer weiter erweitert. Ja, je nachdem, wie ihr und wie oft ihr und wie viele von euch mir ihre Namen in die Briefkasten schmeiße da unten. Wenn ihr das nicht mitkriegt, dann guckt euch Folge weiter hinter, die 19er. Dort erkläre ich das alles ganz genau. Da dürft ihr euch eintragen lassen, wenn ihr da einen Besuch macht. In Tannheim, bei dem oder beim Bürgermeister oder da bei Lotti. Da Hanne ist noch zu, dass niemand rein und raus kann. Da kommt aber noch eine kleine Terrasse noch mit Blämle und einer schönen Aussicht. Ja, bevor wir gleich in die Richtung zu meinem eigentlichen Haupthaus gehen, möchte ich da Hanne noch schon rumgucken. In die Richtung soll nämlich auch noch ein bisschen was erweitert werden. Da Hanne passt nur mal kleins, heißt der noch definitiv, wenn man die Kakteen, die Kaktussen wegnimmt. Und da haben wir ein bisschen ans Wasser baut. Passt da noch was noch? Da haben wir gehört auch noch ein bisschen was von dem Wald weg. Der Marktplatz, vielleicht kriegen wir nochmal einen Marktstand nach, vielleicht auch nicht. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall muss der Hanne noch einen Weg entlang gehen nach hinten. Der läuft dann an der Mühle entlang. Wir können ja mal schon ablaufen, so im Grobe. Und, ja. Der Hanne soll ziemlich näher an dem der Hanne der Weg entlang gehen. Muss ich noch genau gucken, wie der gelegt wird. Und auf der Fläche da, in dem Bereich, kommt noch eine kleine Kirche nach, die natürlich immer neben Marktplatz steht, oder oft neben Marktplatz steht in Ortschaften. Weil das einfach so der Stadtkern war und etwas vom Ersten, was da gestanden ist, kommt da eine kleine Kirche nach. Dass einfach das Stadtbild ein bisschen, ja, vervollständigt wird, nur ein bisschen was anders drin ist, als einfach bloß Wohnhäusle. Ja, und vielleicht finden wir auch noch Platz für Lädle. Zum Einkaufen zum Beispiel dort jetzt das Gebäude, wo da noch fehlt. Das werden wir dann noch sehen. Boah, machen die Villager einen Lärm, das ist ja schlimm. Hallo? Ha, da kommen sie raus. Okay, die Gebäude sind soweit fertig. Die kann man lassen, die sind schön, die gefallen mir auch gut. Da will ich gar nicht mehr viel verändern. Wenn man da hinaus kommt aus Tannheim, ist eigentlich die Landschaft an sich auch schon fertig. Dahinter ist gerade die Mühle, wo ich gesagt habe, da dahinter geht der Weg später nochmal einen entlang. Im Prinzip parallel zu dem der Hanne. Und der soll nachher nach hinten führen zum Nachbargrundstück, dass das auch einen Anschluss hat. Nämlich zu The Play Now Games. The Play Now Games. Das Grundstück beginnt nämlich da dran, ne? Eigentlich ziemlich genau da, so, alles was da drüber ist. Und da fällt natürlich ein Weg rüber, das soll dann dahinter irgendwie rüber, übers Wasser, mit der Brücke oder sowas. Und an das Haus auch geschlossen werden, dass da, ja, bis die Möglichkeit besteht zum das ganze Begehen. Und wo wir schon mal da sind, da waren wir glaube ich noch gar nicht, der Weg soll eigentlich so ein Trampelpfad werden. Und den werde ich dann irgendwie auch in die Richtung noch führen, dass man, ja, einfach ein bisschen vernetzt ist da Hanne mit Wege und allem drum und dran. Und ja, da drüben sieht man schon mein Hauptgebäude. Wer das noch nicht gesehen hat, der hat viel verpasst. Auf jeden Fall von den anderen Videos, der sieht's vielleicht jetzt zum ersten Mal. Das ist's, da gehen wir gleich auf zu dem Creeper. Und was man dort drüben sieht, sind die hohen Gebäude, die ich vorhin erwähnt habe, wo auch noch ein Weg nachführen sollte. Vorne durch Felder, die noch nicht sind, die also noch machen wird. Ja, dann biegen wir mal da auf dem Weg wieder ab. Und laufen runter zu's Richtung Übergangsbrücke zu meinem Gebäude, zu McFish da. Das bin ich. In Minecraft halt. Hey! Beruhig dich! Hey! Also, da geht's nur zu mir, da unten geht's zum Hafen. Beziehungsweise erstmal in die Grotte der Hanne, wo Viecher drin sind. Herr noch.
Keine Kier mehr. Ja, okay. Da hat's wohl aber mit Seillasse kennen und die ganze Kier umbracht. Da habe ich zum Glück nur meine Safe-Kier. Die dürfe dann halt wieder Kinder kriegen. Ja, ich bin gewappnet. Ja, da kann man natürlich ohne weiteres rein. Das habe ich auch so wählen, weil wieso sollte man immer alles abschranken? Sieht unnatürlich aus. Natürlich hat es den Nachteil, wenn man es nicht abschrankt. Dass irgendwelche Leute kommen, wo es sich lustig vorkomme, wenn sie da randaliere und alle schöne Kier umbringen, die arme Viecher. Und dann habe ich nicht mal das Fleisch davor gekriegt. Ich verstehe das nicht, wieso man sowas macht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ist Neid? Ich weiß nicht. Oder ist einfach Missmut? Oder Unzufriedenheit mit sich selber? Oder irgendwas muss es doch sein, was die Leute dazu veranlasst, einfach fremde Sachen abzubauen, fremde Tiere umzubringen. Die Lotti, ich glaube, seit dem letzten Video auch schon zwei oder dreimal umgebracht worden. Also wer es nicht weiß, vorne im Rathaus, die Sekretärsdame, der Isegolem. Ja, gut. Manche Leute scheinen einen Spaß dran zu haben. Ja, wenn man da durchkommt, kommt man zu meinem Hafen. Mit Leuchtturm und Schiffe. Ich bin froh, dass da alles gesichert ist und protected, dass da niemand kommt und alles abreißt. Das wird mich ein bisschen ärgern. Bisher war es nur netter Fall, da bin ich froh drüber. Gut, aber vielleicht kommt einer her, will da was abbauen, will mich ärgern, klappt nicht, dann geht er rein und bringt einfach die Kier um. Ist auch nicht besser. Aber, ja. Er hat sein Ziel erreicht, vielleicht ist er dann glücklich. So. Da haben wir so ein bisschen unterirdische Farmen mit Pferde, dann die Kier und Sei, Getreide und Zuckerrohr. Alles, was das Herz begehrt und was man so braucht zum Überleben, Tiere vom Meere und allem Möglichen. Ja, wenn man da aufkommt, sind wir gerade bei dem Haus, das noch angeschlossen werden soll. Und da schießt mich schon wieder etwas ab. Dort drüben waren wir gerade gestanden. Komm jetzt, stirb, danke. Da sind wir gerade gestanden. Da muss natürlich dann der Weg irgendwie rüberkommen. Und da kommt dann da auf den Weg. Da hat man da einen eigenen Zugang zu dem Haus. Der liebe Erik, da haben wir sieben Schilder. Ja, hab ich aber schon gelesen, ist also nichts Neues für mich. Und mir hat trotzdem immer noch einen kleinen Zugang zu mir. Und so indirekt auch dann über zu meinem Grundstück. So kleiner eigener Weg. Was ist denn heute lacht los? Wieso sind so viele Viecher unterwegs? Das kann doch nicht sein. So, jetzt lege ich mir noch schön Nuff zu mir. Und gucke mal, wie es dort oben so zugeht. Da hat sich nichts verändert, das kann ich schon mal sagen. Wir laufen einfach trotzdem Nuff. Da mein krüppelenge, verwinkelter Weg, der aber von außen zumindest relativ natürlich aussieht. Hoffe ich. Das sieht man über die Bucht. Ja, mittlerweile ist es schön geworden. Es gab schon hässlichere Zeiten, muss man sagen. Wo da drüben nur das Haus nicht war, sondern eine Ruine. Und dort unten war mal ein Haus, das gar nicht Haus genannt werden kann eigentlich. Es war ganz komisch und unfertig und ach ja, muss sein auch nicht, hätte ich sagen. Ja, wir kommen rauf und lande gleich da neben dem Turm, der zu meinem Gebäude gehört. Dahane, der Vorplatz sozusagen, dahane drin geht's rein, gehen wir gleich rein. In mein Haupthaus. Und dahane ist das Gästehaus. Wenn ihr mal vorbeikommt, dahane findet ihr ein Bett zum Übernachten. Bissle Licht gegen die böse Monster, die draußen die Nacht beherrschen. Und vielleicht auch ein bisschen Kohle zum Einheizen. Das geht nicht. Schade, das geht auch nicht. Pff, dann halt nicht. Da hat er, der sogar eine Essenskiste sei. Mit ganz viel Sach für hungrige Wanderer. Aber ihr habt leider keinen Zugriff auf Kiste. Ich habe zwar die Kiste publik oder Dings, die rechte removed
sodass eigentlich theoretisch jeder darauf zugreifen könnte, aber leider nur jeder, der auf dem Grundstück Baurechte hat, und die möchte ich natürlich nicht alle geben. Verständlich, hoffentlich. So, jetzt kommen wir bei mir rein. Doch, es gibt was Neues, und zwar die Karte. Da einer beim oberen grünen Punkt befinden wir uns, der untere grüne Punkt ist unten. Das Nachbargebäude vom Dörfle unten von Tannheim. Ja, da hängt wohl die gleiche Karte an der Wand, daher der zweite grüne Punkt. Ja, lege mal eine CD ein. So, und genieße die Triller-Traller-Treller-Musik. Gucke uns noch ein bisschen um, da oben. Alles beim Alten da herne. Es ist verwirrend wahrscheinlich für euch noch mehr wie für mich, wenn ihr dazu guckt. Da hat man noch ein bisschen Überblick. Ach ja, das heißt, der da drüber gefällt mir. So, von allem her, ein bisschen, ja, wie so Hexenhäusle eigentlich aus, aber doch ein bisschen größer, fast schon wie so kleine Villa Kunderbund, fast schon. Meine, die hat auch irgendwie so viele Dächel und so, wenn ich mich recht erinnere an Pippi Langstrumpf. Ja, ja, das war eine Zeit. Aber das waren wenigstens nur richtige Filme. Oder richtige, ja, Kinderfilme. Sowas, was heutzutage leider viel zu oft im Fernseher kommt. Irgend so Quatsch, animiert und komisch. Gut. Andere Seite halt. Die Kinder von heute. Werde sagen, was hätten ihr damals für einen Schrott auf? Das kann man doch nicht angucken. Und wir, etwas ältere oder ganz alte Leute, je nachdem, sage, was guckt ihr Kinder von heute für einen Schrott? Oh, das kann man doch nicht angucken. So ist's. Naja, jeder. Oha. Okay. Haben wir gewusst, dass das Schiff eine Galionsfigur hat, die aber nicht vorne am Bug ist, sondern ja, irgendwo in der Pampa. Auf der vorne drauf, irgendwo so. Wir gehen übrigens gerade nur als Abschluss gleich zum Leuchtturm, erst nochmal da in die Grotte rein. Die düstere Grotte, hallo? 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 Zu passender war Höhlegeräusch nie. Was ist das? Was leuchtet da? Die Kiste war offen. Was ist denn das? Knoche. Als Boot. Goldene Stiefel. Goldene Helm. Eine leere Rumflasche. Was ist denn da passiert? Vergammelsfleisch. Captain Rotbarts Schatz. Wie ist der daherkommen? Ist das eine Falle? Können wir denn aus? Ja, was ist draußen? Mein Captain Rotbarts Schatz entdeckt. Liegt einfach da hinten in der Truhe. Das ist ein bisschen gruselig. Huhuhu. So. Wenn es erholt von unserem unglaubliche Schreck über Dinge, die wir sowieso schon wissen. Und gehen weiter rüber zum Leuchtturm. Laufe noch auf den Leuchtturm nuff und mache dort nochmal bei ihrem schönen Ausblick das Ende von der Folge, die dann die 20. Folge war. Und ja, wenn euer Interesse nicht abnimmt, wird's munter weitergehen mit Minecraft zum Fort. Ich hoffe, dass der Server eine Weile bestehen bleibt. Ist irgendwie nicht so sicher, weil ja, ein Administrator hat aufgehört, der andere Administrator. Ich glaube, nicht so sehr aktiv. Das ist der Maudado, wer den kennt. Wahrscheinlich viele. Ja, das ist ein bisschen schade. Und ja, die Mods sind auch nicht mehr so aktiv und die alten Spieler sind auch nicht mehr so aktiv und ein paar neue Spieler sind ein bisschen aktiv, aber auch nicht mehr so viele und hin und her. Es geht ein bisschen bergab mit dem liebe gute alte Server da, ne? Aber was will man machen? Nur Spieler, solange wir die
Dings dazu hin. Die Möglichkeit. Und solange ihr natürlich Interesse überhaupt dran habt. Ja. Jetzt sage, wir beenden somit die Folge. Und ja. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir wieder bauen und etwas rumlaufen, komisch gucken und komische Geschichten erzählen, sondern ja, wieder zur Tat schreiten können. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid und einschaltet beim Fisch da und Minecraft Zomfort. Hoffe ich doch, dass es euch auch ein bisschen gefällt. Ha. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.